Verkehrssicherung in Porta Westfalica darf man von einem Kahlschlag sprechen. Ich habe über diese Maßnahme ja schon zwei größere Videos gemacht. Ich dachte mir, ich mache noch mal ein paar kleinere Videos, kürzere Videos, wo ich Spezialprobleme bespreche. Und ein Problem ist, darf man hier überhaupt von einem Kahlschlag sprechen? Ist das überhaupt ein Kahlschlag? Und das Gute ist, ich kann mich berufen auf ein Schreiben von dem Umweltministerium in Düsseldorf. Und der Herr Dr. Luwe hat mir Folgendes dazu geschrieben. Die Maßnahme erfolgte im November 2023. Durch eine weitere Besichtigung der Fläche nach der Maßnahme durch Vertreterin der unteren Naturschutzbehörde Ende November 2023 wurde festgestellt, dass die Maßnahme auf einer Gesamtfläche von einem Hektar durchgeführt wurde, wobei die Fläche, auf der ein vollständiger Kahlschlag durchgeführt wurde, nur etwa 2500 Quadratmeter beträgt. Gesunde Bäume, insbesondere Eichen und Hainbuchen, wurden wie vereinbart nicht entnommen. Aha. Also, offiziell, und mit offiziell meine ich das Umweltministerium und die untere Naturschutzbehörde, aber die Bürgermeisterin und das Bauamt von Porta Westfalica würden sich bestimmt anschließen. Offiziell hat diese Maßnahme, diese sogenannte Maßnahme, nur eine Fläche von einem Hektar. Und notabene, wohlgemerkt, wir befinden uns hier in einem europäischen Naturschutzgebiet. Die Maßnahme hat also nur, in Anführungsstrichen, eine Gesamtfläche von einem Hektar. Aber das ist die Fläche der Maßnahme. Wir reden nicht über den Kahlschlag. Der Kahlschlag, der beträgt nur 2500 Quadratmeter. Also eine Fläche von 50 mal 50 Meter. Na, das ist doch gar nicht mal so viel. 2500 Quadratmeter, da soll man sich mal nicht so anstellen. Nicht? Man denkt, ein Hektar, das sind immerhin 10.000 Quadratmeter. Und 2500 Quadratmeter, das ist ja dann nur ein Viertel Hektar. Also, wie macht man aus 10.000 2500 Quadratmetern? Man spricht nicht mehr von Maßnahme, sondern von vollständigem Kahlschlag. Man verkleinert also die Fläche, um die es hier geht, um 75% von 10.000 auf 2500 Quadratmeter. Nun, ich sag einfach, das ist kein Kahlschlag, kein vollständiger Kahlschlag, denn gesunde Bäume, Eichen und Hainbuchen wurden ja nicht entnommen. Also, gesunde Bäume wurden nicht entnommen, Eichen und Hainbuchen. Naja, und jetzt gucken Sie sich mal die Fläche an, wo Sie da Eichen sehen und wo Sie da Hainbuchen sehen. Also, gesunde Bäume wurden nicht entnommen. Ich schlage vor, Sie machen sich selbst ein Urteil, was von dieser Maßnahme, von diesem vollständigen Kahlschlag, von dieser Verkehrssicherung zu halten ist.